Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf dem Bauhaus YouTube-Kanal. Mein Name ist Rebecca Flöter und heute gibt es wieder ein neues Video, denn ich durfte zusammen mit meiner Schwester Vanessa die Bauhaus Women's Night in Heidelberg besuchen. In der Infobox findet ihr alle Informationen zur Women's Night auch in eurer Nähe. Ihr könnt zum Beispiel auch auf der Bauhaus-Website oder auf der Facebook-Seite Informationen suchen oder euch natürlich direkt für die nächste Women's Night anmelden. Jetzt nehme ich euch mit und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Bis dann! Bei der Women's Night angekommen, gibt es erstmal einen Willkommenssekt und eine nette Begrüßung der Geschäftsleitung und der Mitarbeiter, die sich an diesem Abend um uns kümmern werden. Als erste Station haben meine Schwester und ich uns die Balkonbepflanzung ausgesucht und machen uns direkt ans Werk. Vanessa hat sich dazu entschieden, einen schönen kleinen Kräutergarten für ihren Balkon zu gestalten. Dazu stöbern wir etwas in der Gartenabteilung und suchen uns die passenden Kräuter aus. Und schon geht es los mit dem Pflanzen. Nach einer kleinen Einführung der Fachmitarbeiterin haben wir gelernt, dass bei Pflanzenkästen, die unten keine Entwässerungslöcher haben, unbedingt eine Schicht Granulat eingefüllt werden muss. Dieses sollte ca. 1-2 cm dick sein und sorgt dafür, dass überflüssiges Wasser und Feuchtigkeit im Blumenkasten aufgesaugt werden. Als nächstes befüllt Vanessa den Blumenkasten mit Blumenerde und schon können die Kräuter mit etwas Abstand zueinander gepflanzt werden. Natürlich beobachten wir auch die tollen Kreationen der anderen Teilnehmerinnen und haben auf jeden Fall einen Trend hin zum Balkon-Kräutergarten entdeckt. Ich wollte noch ein blumiges Arrangement für meinen Balkon gestalten. Zu diesem Zweck sind wir dann nochmal losgezogen und haben einige tolle Dinge im Stadtgarten des Bauhaus entdeckt und unsere Wunschblumen ausgesucht. Ich habe mich für diese wunderschöne weiß-grüne Hortensie entschieden und für etwas Efeu, mit dem ich den Blumenkasten noch mehr ausschmücke. Nachdem wir mit unseren Kreationen zufrieden sind, tauschen wir uns noch etwas mit den Mitteilnehmerinnen und dem Fachpersonal aus, was die Pflege unserer schönen Balkonpflanzen angeht. Nach der ganzen Gartenarbeit gab es erstmal eine leckere Stärkung beim Indoor-Grillen. Nach der kleinen Pause ging es direkt weiter zur zweiten Station und hier wird es etwas bunter, denn es geht um das Thema Wandgestaltung. Hier konnten wir an Probewänden kreativ werden und mit verschiedensten Farben, Materialien und Werkzeugen ausprobieren, was wir schon immer ausprobieren wollten und natürlich auch nebenbei alle Fragen stellen und erfahren, was wir schon immer zum Thema Wandgestaltung wissen wollten. Meine Schwester wollte unbedingt für eine kommende Renovierung wissen, wie sie schöne, saubere Streifen mit Wandfarbe an die Wand bekommt. Der nette Fachmitarbeiter hat uns erklärt, dass es wichtig ist, das richtige Abklebeband zu benutzen und darauf zu achten, dass keine Farbe unter das Band läuft. Beim großflächigen Streichen ist es wichtig, dass nicht zu viel Farbe auf der Rolle ist und man nicht mit zu viel Druck streicht. Deswegen sollte man einfach etwas lockerer rangehen und dann geht das Ganze fast schon von alleine. Um schöne Akzente zu setzen, hat uns die Streichtechnik mit Metallicfarbe besonders gut gefallen. Und jetzt kommt der große Moment. Mal sehen, ob die Linien wirklich sauber geworden sind. Wie soll es auch anders sein? Die Ränder sind natürlich perfekt geworden und wir sind gewappnet für die kommende Renovierung bei meiner Schwester. Die anderen Teilnehmerinnen hatten ebenfalls super kreative Ideen, die sie jetzt nach etwas Übung und mit Tipps der Fachmitarbeiter zu Hause umsetzen können. Und da war der Abend auch schon zu Ende. Wir gehen mit unserem neu gewonnenen Wissen und unseren wunderschönen Balkonpflanzen nach Hause und freuen uns schon aufs nächste Mal. So, ich hoffe, euch hat das Video genauso gut gefallen wie uns die Women's Night. Wenn ihr jetzt Lust habt, bei einer Women's Night bei euch in der Nähe mitzumachen, dann schaut auf jeden Fall in die Infobox. Dort gibt es alle Infos, die ihr braucht. Und ihr könnt gespannt sein, denn wir werden natürlich in den kommenden Videos das Gelernte anwenden und ein paar ganz, ganz tolle Vorhaben umsetzen. Dann sehen wir uns ganz, ganz bald wieder und bis dahin. Ciao!